Das bin ich. Nein, geht gar nicht. Das war schon immer mein riesiger Traum. Döner der Welt probiert. Mein Knie war krank, hat er mir schon verraten. Der hat ganz, ganz heftig geschmeckt. Ich habe ja bis jetzt den teuersten Döner Deutschlands probiert. Den hat Evanio noch nicht probiert. Der hat 34 Euro gekostet. Evanio war in der Schweiz und hat, glaube ich, für 90 oder so einen gegessen. Und der soll krank sein. Digga, was soll für 90 Euro mit einem Döner passieren, dass du immer noch sagst, der ist gut? Oh, hallo ihr Schweine. Ja, wie ihr sehen könnt, ich bin gerade hier in meiner Dusche. Und ich mache mir hier gerade wunderschön, guck mal in den Topf hier rein. Ich mache mir hier Gnocchis. Hab auch hier wunderschön Gnocchis, man kennt sie, die Gnocchis. Noch Raviolis. Ja, ich habe mir einen Kurs von geholt. Mach mir damit jetzt hier Essen, weil denkt ihr so, Döner zahlt sich voll alleine. Alter, in der Schweiz, ich gehe pleite. Ich habe kein Geld mehr für den Rückflug. Ich habe 3 Schufa-Einträge schon. Alter, ich hab Geldnot. Ich jetzt noch einen Döner kaufe. Hat nicht mal eine riesige Hose, Bro. Sowas kommt auf OnlyFans, aber nicht auf YouTube. Ich jetzt noch einen Döner kaufe. Den teuersten Döner der Welt. Kostet natürlich über 100 Euro. Muss irgendwelche Sparmaßnahmen ergreifen. Sieht hier unten noch Kerzen. Ach, das wird lecker. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich den teuersten Döner der Welt probieren. Was ist die teuerste Stadt der Welt? Buxtehude. Richtig. Schweiz. Und ich sage dir, das ist kein Spaß, das ist kein Vorurteil mit der Schweiz. Hier ist alles so teuer. Ich habe so ein dreckiges Rotzhotelzimmer. Ich habe noch nie so eine beschissene Dusche gesehen, Leute, die mir das Toilette so verbunden ist. Die waren 160 pro Nacht, Digga. Wo bin ich hier? 100. Ich habe das Zimmer gesehen. 160 Euro ist absoluter Abzocke dafür. Ich könnte dich 3 Familien ernähren. Wie teuer ist er? Er kostet 100 Franken. Das sind, viel Geld. Dafür muss ich leider meine Wohnung Madeira aufgeben, aber dafür kann ich hier was den Döner essen. Aber ich muss diesen teuersten Döner einmal in meinem Leben in meinem Mund haben, weil ich mal ganz ehrlich, wenn man an die Vanio denkt, dann glaube ich, denkt man auch an Döner und an Fettsack und an Hurenpeitscher. Ich habe noch keine Vorstellung. Ich kann noch gar nicht sagen, ey, was könnte da drauf sein? Ich meine, ich habe gehört, dass schon das japanische, das teuerste Fleisch der ganzen Welt raucht. Dann, keine Ahnung, vielleicht haut der Typ noch sein Sperma rauf, was extrem Gold wert ist, weil er Schweizer ist, weil jeder weiß ja, Schweizer Sperma ist das teuerste Sperma. Ja, das stimmt. Ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich hoffe auf jeden Fall, ich darf da drehen, sodass ich da ein bisschen so hinter die Kulissen gucken kann, was er da so reinklatscht. Ihr wisst gar nicht, ich habe 2 Monate keinen Döner gegessen. 2 Monate, das. Ich habe versucht, den Döner mitzubringen, Bruder. Der Ehrenbruder Evanio gibt sich einfach hier in die Schweiz, um seinen Döner zu essen. Kein Mensch, ist denn 2 Monate kein Döner? Letztes Mal, als ich einen richtigen Döner gegessen habe, das war, keine Ahnung, da war ich vielleicht 14 oder so. Das war randig. Digga, ich bin auf absoluten Döner-Entzug und ich fange direkt an mit dem teuersten Döner der Welt. Oh, das ist ein guter Start ins Leben. Lass uns zum Laden IV, das, glaube ich, heißt der. Auf zu dem Döner, ich will den haben. Ey, interessant, in der Schweiz gibt es auch sowas wie Lotto. Man kann einfach 140 Millionen Franken gewinnen. Das ist ja einmal Essen hier. Ich fahre auch gerade mit diesem wunderschönen Fahrrad hier zum Döner. Aber Mann, der Sitz, ne? Der passt nicht in meinen riesigen Arsch. Ich bin nicht so eine, doch genau so eine bin ich. Boni, finde ich, die Bob ist, sieht irgendwie immer ein bisschen komisch aus. Okay, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Digga, der Dönerladen gehört einfach zu so einem übelst großen Hotel. Ist sehr, sehr voll. Ja, ich bin voll aufgeregt. Ich glaube, ich brauche meinen Anzug, um reinzukommen. Ey. Kommst du nicht rein? Einrichtung hier sieht schon Ja, schaut auf jeden Fall nicht wie die Standard-Dönerbude aus, würde ich jetzt mal sagen. Wie so ein normaler Dönerladen, wie man vorstellt. Und da oben ist das Stück, Leute. Wagyu aus Japan. 91 Frankos, Alter. Mein normaler Döner-Teller. Bei mir war auch japanisches Wagyu-Fleisch drauf. Was soll jetzt anders sein als der teuerste Döner Deutschlands? Ja, 25.000 Euro. Oder 15 Euro, Digga. Normaler Döner, 15 Euro. Tomaten, Zwiebeln und Schaf. Ohne Tomaten, bitte. Okay, Leute, Update. Ich habe mit der Managerin geredet und habe gesagt, hey, ich bin der größte Fettsack in Deutschland. Nein, sie hat mir halt beschrieben, hey, ich bin ein dicker Junge aus Deutschland, hier und da. Und sie meinte, hinter den Kulissen drehen ist ein bisschen schwer, deswegen hier ein paar Einschnitte gerade von Galileo oder von anderen. Guckt euch mal den Ayran an hier, Digga. Der Ayran sehr. Boah, der schaut schon schön aus. Das zum Beispiel, muss ich sagen, fand ich beim teuersten Döner Deutschlands nicht so geil, dass sie da halt so alles von Müller gesponsert haben. Also Müllermilch, Ayran, so, wow. Wenn ich jetzt hier den teuersten in Deutschland esse, habe ich keinen Bock, Müllermilch, Ayran zu trinken. Will ich auch wirklich geilen, selbstgemachten Ayran. Das fand ich ziemlich schwach da. Aus als mein linker Fuß. Ich hätte noch eine Frage, die mich selber interessieren würde. Wie oft verkauft ihr denn so einen Döner? Das ist unterschiedlich. Wir haben gestern Abend haben wir so 7 Stück oder so verkauft. Oh mein Gott, Leute, ich bin so aufgeregt, dass ich gleich eine Mathe-Klausur schreiben würde. Aber nein, da wäre ich negativ aufgeregt. Blöd, kompliziert und kann ich nicht. Bin mal gespannt, wie die Toiletten hier aussehen. Junge, wie edel und marmormäßig sieht denn diese Toilette hier aus. Der Döner ist jetzt da, die Musik ist hier allerdings zu laut, deswegen will ich ihn draußen essen, aber guckt ihn euch an. Uff, okay. Sieht jetzt nicht nach so klassischem Döner aus. Schaut aus wie so ein Baguette, was aufgeschnitten wurde. Okay, das habe ich mir auf jeden Fall nicht vorgestellt. Mit einem Steakfleisch drin. Ist das dann überhaupt noch Döner? Okay, ich bin mal gespannt auf die Zutat, was da drin ist. Weil, Digga, also, wenn halt weder das Brot die Form eines Döners hat, noch die Zutaten an den normalen Döner erinnern, dann ist ja noch weniger. Also, mein Döner war schon wirklich, der teuerste Döner in Deutschland war schon echt sehr Döner-unähnlich. Aber das hier, ich hatte noch, Digga, das schaut aus wie ein Sub oder so. Ich weiß es nicht. Kein Döner mehr. Sieht aus wie ein Kuchen. Okay, aber deutlich mehr Fleisch als bei mir. Alter, schaut euch mal dieses Gerät an, Alter. Digga, dieser Döner, Digga, ist einfach so schön. Das ist normaler Döner. Ihr sehen könnt, der ist auch schon übel fett und richtig voll. Boah, der schaut auch schon sehr geil aus. Extrem befüllt. Das ist einfach dieser teuerste Döner der Welt. Der sieht aus wie so ein Kuchen irgendwie. Aber boah, ich bin ja, ihr sagt selber, schaut aus wie ein Kuchen. Digga, wenn ich das jetzt hier fallen lasse, Leute, lasse ich einfach 100 Euro fallen.
Also ich muss wirklich sagen, Leute, ich bin immer noch übel fasziniert. Es sieht so anders irgendwie aus. Das ist der Normalo, der sieht aber auch richtig gut aus. Das ist einfach so ein Kuchen, Digga. Das ist das teuerste Fleisch der Welt. Barbecue-Fleisch. Ich hab auch brutal Hunger. Fangen wir erstmal mit dem hier an. Oh, mein erster Döner. 2 Monaten. Oh mein Gott. Komm. Das ist auch für ein Fleisch. Das Fleisch. Die Toaste. Gemüse. Ein bisschen schichtenmäßig, also Fleischstack, aber Fleisch drauf gerade, Digga. 2 Monate kein Döner gegessen. Meine Güte, Leute. Habe ich dich vermisst? Ich bin gerade mal 4 Tage hier und ich vermisse schon Döner wie Sau. Also so lange her. So lange her, Süße. Das hier ist top. Der normale Döner hier, ne, ist schon richtig geisteskrank. Wirklich, der ist so fucking lecker. Das Fleisch schmeckt so zart, sauber, irgendwie wie Low-Carb-Fleisch. Aber wie soll man sagen? Low-Carb-Fleisch? Bro, ich glaube, ich muss dir noch mal erklären, was Low-Carb ist. Das ist so wie, wenn du sagen würdest, Zuckerschokolade. Das schmeckt so wie Zuckerschokolade, Digga. Fleisch ist eigentlich immer Low-Carb. Fleisch hat keine Kohlenhydrate. Einfach so wie ein leichtes Fleisch. Hammerfleisch. Hammersalat. Oh, boah. Gucken, wie der Ayran hier schmeckt. Ey, ich muss wirklich sagen, der Laden gefällt mir brutal. In der Laden ist einfach so ein richtig schöner Vibe. Geile Deutschrap-Musik. Ja, ja, Deutschrap kann auch nett sein. Ja, ja, ja. Dazu einfach die Einrichtung und so. Es ist nicht so ein normaler Typ, ihr wisst schon, so mein Bruder an der Theke. Ah, ist das lecker. Oh Mann, der Ayran ist sogar heftig. Digga, was wird mit dir, Süße? Geben die mir hier Besteck oder was? Ach, ihr kennt wohl das Schwein nicht. Ob ich gleich vor Dieter Bohlen treten muss. Ey, meine Fresse. Oh, Mann. Ey, Leute, es ist so krank, dass ich einfach hier sein kann. Wisst ihr, was ich meine? Damals, Digga, eine Woche Döner, das erste Projekt, hat meine Mutter teilweise mitfinanziert. Jetzt kauft mir einfach den teuersten Döner. Okay, Schiff, wir gönnen, Bro. Und jetzt befinde ich mich hier in deiner Wohnung, die ganz schön fett ist, muss ich sagen. Also, richtig fette Wohnung. Also, erstmal zum Brot, Leute. Es ist so richtig schön fluffig. Ich hoffe, man sieht das. Übelst fluffiges Brot. Hier oben ist nur aufgemacht, nicht so hüllig wie bei normalen Döner, sage ich mal. Das erinnert mich irgendwie voll an so einen Zitronenkuchen mit irgendeiner Füllung. So, es ist ganz, ganz komisch vom Aussehen her, aber irgendwie auch sehr, sehr special. Okay, Leute, ich tue es jetzt. Oh mein, ich war noch nie, Leute, am Video so aufgeregt, was zu essen wie das jetzt. Oh, let's go. Bitte, bitte sei gut, bitte sei gut. Beiß rein. Wow. Jeder Biss kostet mich gerade 15 Euro. Das Brot ist so weich wie ein Kuchengefühl. Das Fleisch schmeckt so dermaßen teuer, aber geht komplett auf der Zunge auf. Also nicht so ein langes. Wir sind im Adlon-Hotel, dieser Döner, da war so ein zähes Steakfleisch, aber gemacht. Aber dieses Fleisch, das kaust du kurz, das zergeht auf deiner Zunge. Mit diesem Brot, das einfach so himmlisch sanft in deinem Mund verschwindet. Dazu diese Röstzwiebelchen, diesen leichten Röstzwiebelgeschmack. Bitte, bitte, geht mal kurz, ich muss kurz allein sein. Man sieht wirklich, wie weich das Brot ist, so ein Brioche-Bran. Ah, da kommt die Soße. Digga, ist das eine Soße? Was hat das mit einem Döner noch zu tun, Digga? Das ist ja eigentlich eher so ein Steak-Sandwich. Junge, wie sauber lecker schmeckt diese Soße. Meine Mutter. Selbst der Salat ist richtig stark, Digga. Ich kann es jetzt sagen, das ist krank. Das ist krank, was ich hier gerade in der Hand habe. So gut, Digga. What the fuck? Ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte immer, so teure Döner sind immer so, ihr wisst schon, so überhyped und bla bla und Wahnsinn. Es schmeckt nicht mehr wie normaler Döner. Es schmeckt wirklich, als ob dein Dönermann eine Ausbildung gemacht hätte. Es schmeckt wie ein Upgrade, wie als ich ein Spiel machen würde, eine Döner irgendwie ein Upgrade auf Level 5 kriegt. Das schmeckt brutal krass. Ich kann nicht sagen 10 von 10. Also das finde ich, schaut noch deutlich mehr aus wie ein Döner, als es gerade eben. Wo fängt ein Döner an? Wo hört ein Döner auf? Bla, ich glaube, Döner Kebab heißt eigentlich nur Fleisch und Brot, ne? Also sehr, sehr krass. Das ist irgendwie schwer einzuschätzen. Weil es ist ja kein richtiger Döner mehr. Das schmeckt einfach anders, Digga. Wirklich, man kann es gar nicht beschreiben, aber Hammer. Wirklich mal, ich beiß noch mal rein für euch. Okay, für mich, wenn ganz ehrlich. Aber ich hätte halt Angst, dass hier unten, ehrlich gesagt, dass da kein Fleisch und nichts mehr ist, sondern nur hier oben so, damit es halt krass ausschaut, reingemacht ist. Nein, kein Krümel da runterfallen. Jeder Krümel kostet 5 Euro. So heftig. Das Fleisch ist auch perfekt gewürzt. Ey, was ist das für eine Kunst? Das ist eine Kunst, Junge. Ich meine, wenn du das so hypst, ey, Digga, dann krieg ich selber Lust, mal hinzufliegen. Mir ist ja eigentlich mal weiterhin. Hallo, Rob. Ich muss dir wirklich sagen, ich bin sprachlos. Wirklich, dieser Döner, der war wie eine Geburt. Ich finde, der war einfach wow. Der war einfach wirklich... Wow! Das kann man nicht anders beschreiben. Wirklich, du hast mal in einem Video wow gesagt. Wirklich anders. Es ist wirklich wow. Der war so zart. So lecker. Das Brot war perfekt. Es war schon nicht mehr Döner. Es war irgendwie Döner-Upgrade. So, es war Döner, als ob Döner in Mario einen Pilz gegessen hätte. Ey, es war so lecker. Ey, ich möchte diesen Döner einfach nicht aufessen. Dieser Döner ist einfach zu schön, Alter. Ich will ihn super. Okay, wenn es der Saft, ihr kennt das, der Saft läuft unten zusammen und habt ihr unten die ganze Soße und alles und noch die letzten Zutaten. Das ist der letzte Bissen. Das ist der geilste Bissen vom Döner. Mit nach Madeira nehmen. Ich glaube, ich nehme mit nach Madeira. Komm auf die Insel, ich zerstöre dich. Ey, ich will den einfach nur für mich haben. Ich will ihn gar nicht aufessen. Den Aufesser habe ich nichts mehr davon. Dann muss ich mir noch. Na, versuch mal Döner zu schmuggeln nach Madeira, mein Lieber. Dann merkst du, was für ein Aufwand das ist. Ich will ganz ehrlich nochmal 100 Franken zahlen. Oh, er war so gut.
Oh, Hammer. Wirklich Hammer. Digga, jeder Krümel kostet einfach 2 Euro. Alter, ich habe immer noch wie ein Kaugummi einfach im Mund diesen Döner kleben. So gut. Wie man in der Schweiz sagen würde, der Döner war wirklich leckerli. Nussbuer. Ich bin überwältigt. Ich bin happy und ich bin glücklich. Ich bin geschockt, dass er so gut war. Och, was ein Erlebnis. Falls ihr mal 91 Franken zufällig auf der Straße seht, gebt sie auf und investiert sie in diesen Döner. Gott, war der gut. Gott. Kein Hype, kein Fake, der war einfach nur teuerster Döner der Welt. Eigentlich sollte er es sein. Ich bin mir sicher. Wenn es einen teuren gibt, sagt mir Bescheid. Ich glaube nicht, dass es einen teuren gibt. Also könnte sein, dass vielleicht einfach irgendjemand random einen teureren macht, nur damit der teurer ist. Aber ich muss sagen, geiles Video auf jeden Fall. Den muss ich mal probieren, Alter. Eigentlich ist Schweiz von München gesehen, also gerade Zürich, gar nicht mal so weit weg.